Was wir von Anfang an probiert haben, ist, dass wir den Kunden in den Mittelpunkt stellen und dass wir basierend auf den Bedürfnissen des Kunden dann Services entwickeln. Und die traditionelle Arbeitsweise sieht leider bei vielen Unternehmen noch genau umgekehrt aus. Das heißt, sie schauen einfach nur, welche Produkte und Services können sie eigentlich herstellen und suchen dann verzweifelt nach einer Zielgruppe. Und das funktioniert leider immer weniger gut. Make things people want. Ich glaube, Fehler Nummer eins, den du machen kannst bei so einem Projekt, ist, dass du neue Features entwickelst. Ja? Weil ganz oft geht es eigentlich darum, dass du Dinge herausnimmst und reduzierst, und das alleine macht schon einen riesigen Mehrwert für den User, und das haben wir auch während dem Projekt laufend von ihnen gelernt. Und das war für uns sozusagen auch ein großer Teil der Inspiration, zu sagen, was passiert denn eigentlich draußen, was sind Features, was sind Benefits, die unsere Zielgruppe wirklich schätzt, und wie können wir diese Learnings dann übertragen für Banking Services. Die agile Arbeitsweise von allen Partnern hat sich extrem ausgezahlt. Die Streams sind parallel nebeneinander gelaufen, man hat sich gegenseitig unterstützt. Ich glaube, das war auch die einzige Möglichkeit, wie du wirklich eine digitale Bank innerhalb dieser kurzen Zeit auf die Beine stellen kannst. Für uns war wichtig, dass wir die Zeit zwischen Development und dem Testing möglichst kurz halten und die Learnings auch so schnell wie möglich dem App-Team wieder zurückspiegeln und die sofort wieder eine neue Version machen können. Für uns ist es auch immer ganz wichtig, dass wir sozusagen nicht nur unseren Kunden helfen, Probleme zu lösen, sondern dass wir sie auch selbst befähigen, in Zukunft ihre eigenen Probleme zu lösen. Und ich glaube, wir probieren auf der einen Seite, dass wir sozusagen das Mindset unserer Kunden nachschärfen, dass wir natürlich am Skillset gemeinsam arbeiten, und teilweise können wir ihnen auch beim Toolset helfen. Das Highlight der App für mich ist, dass die App noch nicht fertig ist. Es ist ein MVP, es wird laufend besser, und ich glaube, den besten Zustand der App, den erreichen wir erst irgendwann in der Zukunft, und ich hoffe, wir machen unsere User genau mit dem glücklich.